Vielen Dank für die freundliche Ankündigung, Frau Schut. Das schmeichelt sehr. Und es freut uns natürlich sehr, dass Sie uns eingeladen haben, zu diesem Thema auch zu sprechen. Und ich will auch den Input, nämlich zum Thema Engagement von Jugendlichen, das Ehrenamt und Engagement in der Krise fördern, recht kurz halten und viel, viel lieber mit Ihnen allen in die Diskussion gehen und in den Austausch. Denn nach dem super Input heute Vormittag sind wir natürlich alle richtig gut schon aufgestellt und Sie werden jetzt ganz, ganz am Anfang ein paar Folien finden und die Ihnen nichts Neues sagen werden. Die werden Ihnen was sagen zum Engagement von Kindern und Jugendlichen, von jungen Menschen vor der Corona-Krise und ich werde ein paar Rückschlüsse daraus ziehen, was wir während der Krise, was passiert ist, wie reagiert wurde und was wir daraus lernen können oder was wir daraus lernen sollten für das Ehrenamt und für das Engagement von jungen Menschen. Zum einen nach der Krise und das ist ja auch eine Geschichte, die wir weitertragen können in die Zukunft. Was müssen wir also daraus lernen? Wie müssen wir mit jungen Menschen umgehen? Wie bringen wir sie in Ehrenamt und Engagement? Und wie schon angekündigt, im zweiten Teil wird mein Kollege Herr Baden Ihnen auch noch vorstellen, wie wir als DSEE dieses Engagement gerne unterstützen und fördern wollen. Oh, einen kurzen Klick, dann geht es ja auch weiter. Sie kennen das, das ist die YouGov-Erhebung von 2019 und zwar rein zu jungem Ehrenamt und Engagement. Die Frage, die jungen Menschen gestellt wurde, bist du denn eigentlich ehrenamtlich tätig? Sie sehen, es sind 1300 Befragte, gehen wir von 1000 Befragten aus. Und bei 1000 Befragten ist es 2019 der Sachstand gewesen bei dieser Erhebung, dass 210 Befragte ganz klar gesagt haben, ich engagiere mich schon ehrenamtlich. Es ist auch nicht weiter erhoben, wie sie das tun, wo sie das tun, sondern nur engagierst du dich ehrenamtlich. 56%, also 560 dieser Befragten, können sich aber ein Ehrenamt vorstellen. Das heißt, nur maximal, also hier sieht man es auch dargestellt, 16% haben vehement gesagt, Engagement kommt für mich nicht in Frage. Die Erhebung, die Befragung zielt jetzt im nächsten Punkt natürlich darauf ab, erstmal zu erfassen, warum sich jemand engagiert, warum junge Menschen sich schon ehrenamtlich engagieren. Allerdings betrachten wir auch gleich noch den Teil, warum kommt denn Engagement für dich nicht in Frage, diese 16%, die wir da haben. Und das dröseln wir etwas weiter auf. Das hat diese Befragung gemacht und ganz klar nach Faktoren gefragt, warum du dich eigentlich nicht engagierst. Bei den 210 Befragten, die sich nämlich engagieren, war die Frage, wie regelmäßig engagierst du dich denn? Wenn wir heute mal draußen uns umsehen und wenn wir fragen im Ehrenamt, würden ganz, ganz viele behaupten, dass sich junge Menschen eher unregelmäßig engagieren. In der Eigenwahrnehmung ist es allerdings so, dass junge Menschen schon zu 72% von diesen 210 Befragten sagen, ich engagiere mich regelmäßig. Und 26% sagen, es ist eher unregelmäßig. Nichtsdestotrotz, für uns die wichtigste Erkenntnis, diese Menschen, diese jungen Menschen engagieren sich. Ob das regelmäßig ist, wie wir es definieren, oder ob das eine Regelmäßigkeit ist, wie das junge Menschen definieren, das steht auf einem ganz anderen Platz. Die Frage nach, wie lange engagierst du dich pro Monat ehrenamtlich, ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, auf die wir gleich nochmal gucken, wenn wir über die Faktoren, wenn ich kurz was zu den Faktoren sage, zu Hinderungs- und Förderfaktoren für junges Engagement. Wir sehen hier ganz klar, 2019 von diesen 210 Befragten ist so der große Peak gewesen. 5 bis 10 Stunden engagieren sich junge Menschen, 26%, aber 22%, 2 bis 5 Stunden und unter 2 Stunden immer noch 11%. Also ein ganz, ganz großer Teil engagiert sich in einem überschaubaren Zeitrahmen und dafür gibt es Gründe. Und die kennen wir eigentlich alle, die wir aus dem Bereich kommen, die wir Kinder- und Jugendarbeit machen, die wir uns mit dem Thema junges Engagement, Jugendbeteiligung beschäftigen. Wir kennen die Spannungsfelder, in denen sich junge Menschen bewegen. Und wir wissen mittlerweile auch, dass diese Spannungsfelder natürlich nicht besser geworden sind in den 2 Jahren, die diese Corona-Pandemie jetzt schon andauert. Hier gucken wir mal auf die, die gesagt haben, ich kann mir ein Ehrenamt vorstellen, beziehungsweise ich engagiere mich nicht oder es kommt für mich gar nicht in Frage. Nämlich die ganz klare und gezielte Frage, was hindert dich denn im Moment eigentlich daran, dich ehrenamtlich zu engagieren? Und es ist aufgeschlüsselt in 3 Sachen, keine Zeit, kein Plan, keine Lust. Wenn wir genau reinschauen, ich habe zu wenig Zeit. Das ist dieses erste Spannungsfeld, was schon 2019 bestand. Das Spannungsfeld, das junge Menschen natürlich im Rahmen ihrer Ausbildung, ihrer Schulausbildung, im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsschule, im Rahmen von sozialen Milieus
im Rahmen von familiären oder freundschaftlichen Verpflichtungen sehr, sehr eingespannt sind. Wenn Kinder und Jugendliche heutzutage Geld bekommen würden, die haben über 40-Stunden-Wochen, wenn man da mal drauf schaut, Schule, Freunde, Familie und Verpflichtungen. Das steht da auch unten drunter. Sie sehen es, 28% haben ganz klar gesagt, ich habe andere Verpflichtungen, die ich in diesem Moment nicht unter ehrenamtlicher Verpflichtung oder ehrenamtlichem Engagement zusammenfassen würde. Der zweite Punkt, der auch sehr, sehr ein großer Ausschlag ist, warum sich junge Menschen oder in diesem Moment 2019 nicht ehrenamtlich engagiert haben, ist eine reine Informationsgeschichte, ne? Die Sache, ich finde zu wenig Informationen über die Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements. Auch wieder die Geschichte, ich habe auch keine Zeit, mich zu kümmern, an diese Informationen zu kommen oder was ich eigentlich machen kann. Die Zweifel, ob ich geeignet bin und auch die Zweifel, ob das Ehrenamt so ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle, sind auch noch mit 15 und 12% angegeben in dieser Befragung. Und das zeigt auch sehr, sehr deutlich auf, dass das ist ein Punkt, an dem ehrenamtliche Vereine, Institutionen, Strukturen, wir alle arbeiten und schrauben können und müssen, um diesen Peak, diesen Ausschlag ein bisschen zu mindern. Und ganz unten keine Lust, ich habe kein Interesse oder ich kann nichts bewirken. Wenn Sie auf diese zwei Punkte schon drauf gucken, ich habe generell kein Interesse, das ist ein Punkt, den man im ersten drauf blicken vielleicht nicht beeinflussen kann, aber ich kann nichts bewirken, ist ja auch ein Hinderungsgrund, wo man mit Erfahrung oder mit einer längeren ehrenamtlichen Tätigkeit sagen würde, gut, das muss man darstellen, was man bewirken kann. Das ist ein Punkt, ich kann nichts bewirken. Da reden wir von Beteiligung, von Jugendbeteiligung. Und die Studie hat natürlich gefragt, was würde es denn eigentlich leichter machen, damit du dich engagierst? Wir haben hier wieder den Punkt flexible Zeit. Junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich anders, als wir es kennen, als ich es kenne, als ich es von meiner älteren Generation kenne oder von meinen Großeltern. Junge Menschen brauchen ein Ehrenamt, in dem sie zeitlich flexibel sind und in dem sie auch eine zeitliche Vereinbarkeit mit dem Job haben können. Denn die Jobsituation, das soziale Umfeld, Arbeit und Schule gehört für junge Menschen ganz klar mit dazu und das muss vereinbar sein. Ein Ehrenamt und ein ehrenamtliches Engagement muss vereinbar sein. Eine fehlende Wertschätzung durch den Arbeitgeber oder auch eine kostenlose Ausbildung im Ehrenamt sind Punkte, wo junge Menschen sagen, wenn das besser wäre, ja, dieser hier zusammengefasst unter beruflicher Nutzen, dann würde ich mich viel, viel mehr engagieren oder ich hätte generell ein Interesse, mich ehrenamtlich zu engagieren. Wir haben bei Hilfe bei der Suche, das ist dieser Informationspunkt, den wir auf der Folie vorher gesehen haben, nämlich die Hilfe bei der Suche nach passendem Ehrenamt. Es ist so, es gibt in Deutschland viele gute Strukturen, die Menschen mit dem Wunsch, ein Ehrenamt auszuüben, zusammenbringen mit ehrenamtlichen Strukturen, die Unterstützung, die Mitstreiter, MitstreiterInnen suchen. Das gibt es ganz oft. Und dennoch ist es so, dass das ein Punkt ist, wo junge Menschen sagen, das erreicht uns nicht. Wir wussten gar nicht, dass es das gibt. Was ist das eigentlich, so eine Ehrenamtsbörse? Ich habe davon noch nie was gehört. Also das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen müssen, da müssen wir mal draufschauen. Wie bereiten wir denn Informationen über Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement auf? Wie bringen wir es den jungen Menschen näher? Und wie zeigen wir, was es alles für Möglichkeiten gibt? Und ganz unten natürlich materielle Anreize, eine Kostenerstattung, vielleicht auch Vergünstigungen oder kleine finanzielle Anerkennungen. Sie kennen das. Diese Diskussion ist, glaube ich, so alt wie das Ehrenamt selber. Wie kann man Ehrenamt eigentlich honorieren? Reicht eine Ehrenamtskarte, reicht ein Dankeschön, was muss man da tun? Junge Menschen haben das auch auf der Agenda und sagen, ich würde gerne einen materiellen Anreiz haben oder das wäre ein Punkt, wo ich mir überlegen würde, wenn ich die Fahrtkosten erstattet bekomme oder so, dann bin ich auch bereit, Fußball-Nachwuchstrainer in meinem Verein zu sein. Und das sind diese Erhebung, also diese Nachfrage ist ja ganz gezielt auf diese 565 Befragten gegangen, die gesagt haben, ich wäre bereit, ein Ehrenamt anzunehmen. Ich mache es gerade noch nicht. Die ersten Rückschlüsse also, es gibt ganz offensichtlich Push- und Pull-Faktoren für ein Engagement, für ein Ehrenamt bei jungen Menschen. Faktoren, welche ein ehrenamtliches Engagement behindern, sind ein Zeitfaktor. Die Geschichte, ich habe keine Zeit, ich bin zu sehr eingebunden, ich habe andere Verpflichtungen und ich habe andere Aufgaben, die viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Der Informationsfaktor, dieses ich weiß gar nicht, wo kann ich mich engagieren, ich habe keinen Plan, wo ich mich engagieren kann, mir fehlen die Informationen, ich komme nicht an Informationen ran. Und
der Motivationsfaktor, dieses ich habe keine Lust, das sind Faktoren im ersten Rückschluss, die ein junges ehrenamtliches Engagement behindern. Faktoren, welche ein ehrenamtliches Engagement befördern, ist beispielsweise eine flexible Zeiteinteilung nach den eigenen Möglichkeiten, nach den eigenen Ressourcen. Der berufliche Nutzen eines ehrenamtlichen Engagements. Kann ich das, was ich gelernt habe im Ehrenamt, kann ich diese Weiterbildung, die ich im Ehrenamt mir angedeihen lasse, die mir zugedeihen werden, die ich wahrnehmen kann, kann ich die auch beruflich nutzen? Werden die beruflich vielleicht sogar anerkannt? Werden die anerkannt, wenn ich wenn ich meinen Weg gehen möchte, eine Meisterausbildung machen möchte, eine Ausbildung allgemein, wenn ich studieren möchte, ist das etwas, womit ich etwas anfangen kann, was mir dort hilft? Ein Faktor, der natürlich hilft, Engagement und junges Engagement zu befördern, ist, wenn man Hilfe bei der Suche, diese Informationsbereitstellung anbietet. Der materielle Vorteil wie Steuervergünstigungen, Vergünstigungen im ÖPNV, sofern er denn vorhanden ist, oder eine Ehrenamtspauschale sind Faktoren, die ganz offensichtlich junge Menschen dazu bringen, ich könnte mich ehrenamtlich oder ich würde mich, ich wäre bereit, mich eher ehrenamtlich zu engagieren. Und ganz unten, genauso groß geschrieben wie alles andere, aber unter diesem Punkt, dass die jetzt vorhandene Corona-Krise, die wir seit 2 Jahren durchleben, offensichtlich diese hindernden Faktoren verstärkt und umso dringender dazu aufruft und zeigt, dass wir diese aktive Stärkung der befördernden Faktoren in den Blick nehmen müssen. Die nächste Folie bitte. Genau, ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Ich komme ja aus der Jugendverbandsarbeit, also aus einer verbandlichen Geschichte, wo junge Menschen sich sehr selber engagieren. Wie sind denn eigentlich ehrenamtliche Jugendstrukturen mit dieser Corona-Krise umgegangen? Das ist aus einem Interview in Berlin mit dem Vorsitzenden des Landesjugendringes entnommen. Und wir haben das aber auch in Mecklenburg-Vorpommern erlebt. Es ist so, ich habe hier als Beispiel mal die analoge Gruppenstunde und die analogen Veranstaltungen genommen. Sie kennen das alle, Sie haben das alle selber gemacht. Im Rahmen der Corona-Krise war das eigentlich die junge Ehrenamtsstruktur, waren eigentlich diejenigen, die am schnellsten auf digitale Formate umgestellt haben. Der Vorteil, ganz klar, lange Anfahrtszeiten für ein ehrenamtliches Engagement sind weggefallen. Die gab es plötzlich nicht mehr. Und ich weiß, dass man auch in Berlin von einem Stadtteil zum nächsten mittlerweile eine Stunde brauchen kann. Der Nachteil dabei ist natürlich das, was wir immer im Ehrenamt so hochheben, dieses direkte soziale Agieren miteinander. Das entfällt natürlich. Es wird aber besser im Laufe der Zeit, die wir digitale Sachen nutzen und auch mit Leben füllen. Das Ergebnis dabei ist, digitale Angebote werden, also das ist mein Ergebnis, digitale Angebote werden analoge zukünftig ergänzen, aber ganz sicher nicht komplett im Ehrenamt ersetzen. Aus dem einfachen Grund, Zeitressourcen, effektives Engagement ist möglich. Ein Fazit müssen wir daraus allerdings ziehen, wenn wir junges Engagement unterstützen wollen. Wir müssen den Zugang zu digitaler Technik für alle gewährleisten. Die nächste Folie bitte. Genau, die digitale Sichtbarkeit wurde massiv erhöht von Jugendverbänden. Kanäle TikTok, YouTube, Instagram, Sie alle kennen das. Facebook ist meistens nur noch für die, die das Geld geben für Projekte. Da finden Sie kaum noch junge Menschen. Aber alle anderen Kanäle, Twitch und so weiter, da sind Jugendverbände mit Beginn der Corona-Krise sehr, sehr aktiv geworden und bleiben das auch. Denn da haben wir diesen Punkt, dass wir die Informationen über unser Ehrenamt, über das junge Engagement, über die Möglichkeit, wo kann ich als junger Mensch mich eigentlich ehrenamtlich beteiligen und engagieren, viel, viel besser mit einem geringen Mehraufwand an die Zielgruppe bekommen. Junge Menschen erfahren auf diesen Kanälen viel, viel schneller, wo kann ich mich informieren, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mich beteiligen. Ein Fazit für die Förderung des Ehrenamtes ist, die Digitalisierung und Digitalisierungskompetenz, und zwar auf allen Ebenen von allen Beteiligten, muss weiter gestärkt werden. Die nächste bitte. Dankeschön. Ich habe mal eine Aktion rausgesucht, die ich ganz toll fand, nämlich eine Telefon- und Postkartenaktion zwischen jungen Menschen und SeniorInnen. Da haben junge Menschen, das haben Sie vielleicht auch mal gesehen oder das kennen Sie vielleicht, sich telefonisch und mit Postkarten in Seniorenheimen etc. gemeldet und haben die SeniorInnen, die in der Corona-Pandemie natürlich ein bisschen zu Beginn sofort als vulnerable Gruppe isoliert waren, am sozialen Leben teilhaben lassen.
Das ist natürlich eine Aktion, wo junges Ehrenamt ganz schnell gezeigt hat, wir vergessen die anderen nicht. Wir machen gemeinsam etwas. Das Wir-Gefühl, das gemeinsam in dieser Pandemie zusammenstehen, die Aktivierung und die Motivation von Ehrenamtlichen wird damit natürlich unglaublich nach oben getrieben. Der Nachteil natürlich ein finanzieller Mehraufwand, wenn sie die Postkarten verschicken oder so. Und das Ergebnis dieser Aktion ist, sie motivieren junge Menschen, die sich auch in der Krise, in dieser Corona-Krise mit einem geringen Aufwand ehrenamtlich engagieren konnten und die an diesem Wir-Gefühl des Ehrenamtes teilhaben können. Wichtig ist dabei, wir brauchen eine Offenheit für außergewöhnliche Projektideen. Wer wäre früher auf die Idee gekommen, eine Postkartenprojektidee zu fördern oder zu unterstützen? Das ist natürlich ein Fazit, was wir brauchen. Und die nächste Folie bitte noch. Genau. Die Umstellung der Qualifizierung von Ehrenamtlichen auf Online-Formate. Der Vorteil, Sie kennen das alle, wir haben die Juleika versucht im Jugendverband, die größtenteils digital zu machen. Der Vorteil ist, wir haben wieder diese effektive Nutzung von knappen Zeitressourcen und wir haben natürlich eine kostengünstige Möglichkeit, auch eine Weiterbildung zu machen. Weil ganz, ganz viele Kosten, die wir sonst vielleicht im Analogen hätten, finden nicht statt und müssen wir nicht aufbringen. Sie haben natürlich für die technische Ausstattung einen finanziellen Mehraufwand und die müssen Sie anschaffen. Das ist allerdings ein Thema, wir reden hier von Digitalisierung im Ehrenamt. Das ist ein Thema, was junge Menschen sogar richtig motiviert und richtig interessiert. Das heißt also, sie finden zum einen junge Menschen, die sich motiviert da einbringen vor. Zum anderen finden sie natürlich auch eine Möglichkeit, sich in dieser Corona-Krise oder allgemein in der Engagement-Krise vielleicht digital mit geringem Aufwand weiterzubilden. Und wenn Sie immer mal wieder einen Rückblick auf die Folien vorhin werfen, dann sind das ja genau diese Hinderungsfaktoren, die junge Menschen angesprochen haben, was ihnen ein bisschen fehlt, ne? Warum sie sich nicht ehrenamtlich engagieren. Deswegen, wir brauchen auch eine Offenheit bei digitalen Formaten, und zwar diese Offenheit bei ehrenamtlichen Vereinen und bei Initiativen. Und wir brauchen auch eine gezielte Unterstützung dieser Formate durch Geldgeber und Förderer. Die nächste Folie bitte noch. Genau, deswegen mein zweites Fazit. Faktoren, welche ein ehrenamtliches Engagement bisher eher verhindern, lassen sich durch die steigende Digitalisierung im Ehrenamt aufgrund der Corona-Krise abmildern. Digitale Möglichkeiten des Engagements erlauben und ermöglichen es, mehr jungen Menschen sich gemäß ihren eigenen Ressourcen und Neigungen zu engagieren. Und jetzt dürfte meine letzte Folie kommen. Nee, die gibt es nicht mehr. Und zwar, die ist bei dir nicht drin, Henning, aber das ist nicht schlimm, die würde ich nachliefern. Da geht es um die Jugendbeteiligung. Und zwar gibt es im Ehrenamt und im Engagement, und das ist meine feste Überzeugung, das Bestreben von jungen Menschen, sich zu engagieren unter ganz gewissen Voraussetzungen. Und zwar die Voraussetzungen sind, junge Menschen heutzutage haben so wenig Zeit, ja, aufgrund der Gegebenheiten, die sie haben in Ausbildung, in ihrem Schulkontext, in ihrem Herr von Jahn, wir hören Sie wohl nicht. Jetzt vielleicht? Jetzt wieder. Ach, das ist aber hier, warum die Technik hier aussteigt, das weiß ich nicht. Ich wollte noch sagen, ich hatte eigentlich noch bei mir eine Folie, die ich leider nicht teilen konnte, bezüglich der Jugendbeteiligung. Und zwar ist meine große These. Das ist angekommen, genau, die These ist noch nicht angekommen. Gut, wir bringen junge Menschen in ein ehrenamtliches Engagement, auch in bereits vorhandene Strukturen des Ehrenamtes, wie Vereine, Verbände, Initiativen und so weiter, wenn wir ihnen an die Hand ein Mentoring-Programm beispielsweise geben, wenn wir ihnen aufzeigen, was sie bewegen können im Ehrenamt, wenn wir ihnen aufzeigen, dass sie nicht mehr sämtliche Hürden und Mühlen der Vereinsarbeit durchlaufen müssen, bevor sie sich überhaupt in Verantwortung sehen können, und wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sich digital und analog so zu beteiligen und so einzubringen, wie es ihre eigenen Neigungen, Wünsche und Vorstellungen, ihre Ressourcen offen und zulässt. Dann schaffen wir es, junge Menschen viel, viel mehr ins Ehrenamt zu bringen, auch nach dieser Krise, wenn wir alle Lehren, die wir so gezogen haben im Rahmen von Digitalisierung, so umsetzen können, dass wir sie für das weitere Ehrenamt nutzen. Dann schaffen wir es auch, junge Menschen in ein Ehrenamt weiterzubringen. Ja, nochmal von mir ganz herzlich willkommen in dieser Runde. Ich habe ganz gespannt zugehört eben
und habe viel Neues auch nochmal von meinen Kollegen gelernt. Es ist schön, wenn man auch unter Kolleginnen und Kollegen nochmal in den Online-Veranstaltungen etwas lernen kann. Danke Ihnen für die spannende Diskussion. Mein Part heute besteht darin, einige Fördermöglichkeiten der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt vorzustellen. Ich würde vielleicht gerne vorab noch ein paar Worte zur Stiftung selber sagen. Ich denke, einige von Ihnen werden das verfolgt haben. Die Stiftung gibt es jetzt seit dem Sommer des mittlerweile vorletzten Jahres, also seit Sommer 2020, mit dem Stiftungssitz in Neustrelitz. Und in einem Satz zusammengefasst hat die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt den Auftrag, Engagement und Ehrenamt deutschlandweit zu stärken und zu fördern. Sie können sich vorstellen, dass das in der Ausdifferenzierung dann ein wenig komplexer ist, als dieser eine Satz vermuten lässt. Ganz grob gesagt haben wir zwei Aufträge, einmal tatsächlich finanziell fördernd zu sein für verschiedenste Engagementprojekte, verschiedenste Typen und Arten von Engagement, verschiedenen Themenbereichen. Das ist das, worauf ich gleich eingehen werde in meiner wirklich kurzen Präsentation. Und das Zweite ist unsere Säule Service und Beratung. Das heißt, wir bieten eine Vielzahl von Online-Veranstaltungen an zu Themen, die Vereine eigentlich immer umtreiben und nicht nur Vereine. Das sind natürlich so Dauerbrenner wie die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisationsentwicklung und Themen des Steuer, des Vereinsrechts, wo wir immer sehr, sehr viel Zuschauerinnen und Zuschauer haben, wenn wir dabei sind. Wir bemühen uns immer, die Fragen der Engagierten und ihren Organisationen sehr zeitnah zu beantworten, in den Veranstaltungen, nach den Veranstaltungen, machen natürlich gerade Corona-bedingt sehr, sehr viel online. Und das ist etwas, wo ich Sie auch einladen möchte, wenn ich gleich die Folien vorstelle. Deshalb habe ich es gleich, stelle nicht die Folien vor, sondern die Förderprogramme vor. Und zwar eine kleine Auswahl heute erst einmal. Ich habe Ihnen hier auf der ersten Folie eingeblendet die Adresse, unter der Sie sämtliche Online-Fortbildungsformate der DSEE kennenlernen können und eben auch unsere Vorstellungsseminare zu den Förderprogrammen. Auch dort können Sie wirklich Ihre spezifischen Fragen direkt loswerden zu den Programmen. Wer ist förderfähig? Was sind förderfähige Kosten? Das werde ich heute nur in aller Kürze machen können, aber gerne dann natürlich für den Austausch im Anschluss bereitstehen. Ich empfehle Ihnen sehr, diese Veranstaltungen zu besuchen für die Programme, die Sie interessieren. Und vor allen Dingen auch dann unser digitales Antragssystem in diesen Veranstaltungen kennenzulernen. Die Fördermöglichkeiten der DSEE starten in diesem Jahr ab dem 15. Februar. Also ab dem 15. Februar sind Anträge in den Programmen wieder möglich. Das ist heute wirklich eine, ja, nicht ganz exklusive, aber schon relativ frühzeitige Vorstellung der Möglichkeiten. Und damit möchte ich jetzt gerne starten. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein sehr niedrigschwelliges Programm vorstellen. Wir haben das mal überschrieben mit Nichts für Theoretiker, die Förderung praktischer Dinge. Das Mikroförderprogramm. Mikroförderprogramm heißt es, weil die Förderung begrenzt ist auf 2.500 Euro. Ein Programm, was wir im letzten Jahr auch schon durchgeführt haben, sehr erfolgreich und hier mehrere tausend Organisationen auch fördern konnten. Mikroförderung, ich bin mit dem Begriff immer so halb zufrieden, das ist nicht despektierlich gemeint, weil wir schon festgestellt haben, dass aus einer kleinen Förderung aber trotzdem sehr, sehr große Ideen erwachsen sind im letzten Jahr. Und wir feststellen konnten, dass häufig diese Summe dazu beigetragen hat, Organisationen sehr stark dabei zu unterstützen, ihre Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren oder auch Dankeschön-Veranstaltungen mitzugestalten, um einfach zu sagen, toll, dass ihr auch in Pandemiezeiten bei uns geblieben seid. Lasst uns zusammen in die Zukunft blicken. Ich glaube, dass dieses Element der Anerkennung etwas ist, was in wenigen Programmen wirklich möglich ist, sich das fördern zu lassen. Hier ist es möglich. Das Ziel des Programms ist die Unterstützung von ehrenamtlich getragenen Organisationen in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Organisationen im strukturschwachen und oder ländlichen Raum. Ich würde Ihnen nachher in den Chat nochmal stellen, der Check. Ich hatte es erst gesagt, die Stiftung hat den Schwerpunkt auf der Unterstützung von Organisationen im ländlichen strukturschwachen Raum. Das betrifft überraschend viele
Gebiete in Deutschland. Also stecken Sie da bitte jetzt nicht gleich den Kopf in den Sand. Ich schicke Ihnen nachher unseren Postleitzahlen-Check dazu in den Chat, damit Sie schauen können, ob Ihre Organisation dort mit drunter fällt. Wir können fördern Vorhaben zur Gewinnung und Bildung von Engagement und Erbindung von Engagement und Ehrenamt und den Ausbau und Aufbau ehrenamtlicher Strukturen vor Ort. Förderhöhe, hatte ich gesagt, sind bis zu 2.500 Euro. Eigenanteil dabei sind 10%. Die Beantragung ist ab dem 15. Februar möglich und ab dann fortlaufend das ganze Jahr über. Wichtig ist allerdings, dass Sie bedenken, dass die Projekte, die Sie beantragen oder die Vorhaben, die Sie beantragen, in diesem Jahr abgeschlossen sein müssen, also bis zum 31.12.2022. Ich bin allerdings sehr froher Hoffnung, dass wir dieses Mikroförderprogramm im nächsten Jahr auch wieder anbieten können. Sie wissen, wir haben einen Regierungswechsel gehabt und wir sind da in Verhandlungen, wie unsere Förderprogramme in Zukunft auch aussehen können. Aber meine persönliche Hoffnung und auch starke Vermutung ist, dass wir dieses Programm als Stiftung dauerhaft anbieten werden. Zweites Programm, was ich Ihnen mitgebracht habe, kennen vielleicht einige von Ihnen auch aus dem Vorjahr schon, ist unser Programm Zukunftsmut. Die Stiftung hatte das große Glück und das Glück teilen wir mit allen Engagierten und ihren Organisationen, dass wir im letzten Jahr zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt bekommen haben. Die waren aus dem Corona-Aufholpaket der Bundesregierung. Und hat uns ermöglicht, in großer Eile und Geschwindigkeit ein Förderprogramm aufzulegen, was dort Zukunftsmut heißt und genau das verbreiten soll. Nämlich Mut, gemeinsam die Corona-Pandemie zu überwinden und, glaube ich, für diese Runde besonders interessant, ganz spezifisch das Engagement von, für und mit Kindern und Jugendlichen zu fördern und ihren Familien. Wir haben hier zwei sogenannte Handlungsfelder. Das Programm ist also ein ganz bisschen komplexer jetzt in der Darstellung. Auch hier wieder ein Bereich, das Handlungsfeld A, was auf ländliche und strukturschwache Regionen exklusiv anwendbar ist, für die Stärkung der bürgerschaftlichen Aktivitäten vor Ort. Und wir haben hier ein Handlungsfeld B, da ist es egal, wenn ich es mal so sagen darf, aus welchem Raum Sie kommen, ob das ein ländlicher, strukturschwacher Raum ist, ob das eine Stadt ist. Dort sind alle gemeinnützigen Organisationen erst einmal antragsberechtigt für innovative Bildungs-, Gesundheits-, Lern- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien und selbstverständlich auch das Engagement von Kindern und Jugendlichen selbst. Hier haben wir drei verschiedene Förderhöhen, bis zu 5.000 Euro, bis zu 10.000 Euro und bis zu 15.000 Euro, die sich jeweils dann durch einen unterschiedlichen Eigenmittelanteil voneinander abgrenzen. Eben bei der kleinsten Förderstufe bis zu 5.000 Euro sind es 10% Eigenanteil, dann gestaffelt über 20 bis zu 30% Eigenanteil bei einer Förderung bis zu 15.000 Euro. Hier ist der Antragszeitraum der 15. Februar bis 31. März. Schauen Sie sich also gerne die Online-Veranstaltung, die wir auch im Vorfeld vor dem 15. Februar dazu anbieten, an, um zu schauen, ist das ein Programm, was vielleicht für Sie gerade besonders geeignet ist. Auch hier ist die Projektlaufzeit der 31. Dezember 2022. So einfach geht Antragstellen bei uns. Wir haben im letzten Jahr ein digitales Antragssystem entwickelt. Zu diesem digitalen Antragssystem stellen wir Ihnen ein Video zur Verfügung, auf das ich gleich noch einmal komme, das Sie durch alle Schritte geleitet. Ich möchte allerdings erst einmal auf unsere 7 Schritte der Antragstellung gehen. Schauen Sie auf unsere Homepage, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter. Da erfahren Sie immer als erstes, wenn Dinge starten, wenn Dinge kurz davor sind, auch dass die Antragsfristen enden, informieren wir auch nochmal. Sie finden auf unserer Homepage Informationen zu unseren Förderprogrammen. Ich habe auf die Intensivwebinare hingewiesen. Hier noch einmal der Link dazu, also zu jedem Förderprogramm, was die DSEE hat. Ich habe Ihnen jetzt erstmal 2 mitgebracht, noch 3 weitere, über die wir gleich gerne auch nochmal sprechen können. Nur diese beiden habe ich jetzt für diese Runde erstmal als am zielführendsten betrachtet. Und Sie können sich im Förderportal ein Profil anlegen ab dem 15.02. wieder
oder wenn Sie letztes Jahr schon mit der Stiftung in Kontakt waren, Ihr altes Profil weiter nutzen. Ganz wichtig, nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen Förderern, benötigen Sie Ihre Vereinssatzung, den aktuellen Vereins- und Handelsregisterauszug und einen gültigen Freistellungsbescheid. Das können Sie in Ihr Profil reinladen. Das sind grundsätzliche Voraussetzungen, damit wir formal diese Förderung positiv prüfen können. Also nutzen Sie auch gerne die Zeit jetzt vor dem 15. Februar schon einmal dafür, sich dort die Unterlagen aktualisieren zu lassen oder die aktuellen herauszusuchen. Dann haben wir die digitale Antragsstellung und wir haben hier ein hybrides Verfahren aus rechtlichen Gründen. Das heißt, zunächst läuft alles digital, dann haben Sie den Antrag in einer Kurzfassung, den Sie herunterladen müssen. Und da müssen wir noch einmal auf den postalischen Eingang rechtsverbindlich unterschrieben bei uns bestehen, damit wir nachvollziehen können, sind es die richtigen Vertretungsberechtigten, die dort unterschrieben haben aus den entsprechenden Vorständen. Und das kriegen Sie alles von uns dann auch über das Antragsportal bestätigt, wenn das bei uns eingegangen ist. Neben den verschiedenen Online-Seminaren haben wir ein Team, was Ihnen in unserer Hotline täglich von 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr zur Verfügung steht und über unsere zentrale Mailadresse hallo@d-s-e-e.de Kontaktmöglichkeiten, wo Sie Ihre individuellen Fragen gerne auch per E-Mail an uns richten können. Hier, ich habe es versprochen, ist der Postleitzahlencheck auch noch einmal drauf, den ich gleich nochmal in den Chat stelle. Da können Sie direkt schon mal schauen, ob die Mikroförderung beispielsweise für Sie in Frage kommt. Und hier ein kurzer Blick auf das digitale Antragsformular. Sie können sich hier direkt registrieren in unserem Portal. In der neuesten Fassung sehen Sie dann in dem Bereich, der hier leer ist, auch noch einmal sämtliche Online-Seminare, die wir anbieten zu verschiedensten Themen rund um die Förderung. Ich hatte darauf hingewiesen, digitale Einführung des digitalen Antragstools finden Sie auch bei uns auf der Homepage. Können Sie gerne draufschauen und sich informieren, sich einmal durchleiten lassen von meinem Kollegen, der das Video aufgenommen hat. Wir unterstützen Sie auf vielfältige Art und Weise bei der Antragstellung und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Hier noch einmal die zentralen Kontaktdaten, die Hotline-Nummer und die Mailadresse, unter der Sie uns fast immer erreichen. Manchmal ist besetzt, gerade zum Start der Förderprogramme, versuchen Sie es gerne noch einmal. Die Kolleginnen und Kollegen helfen Ihnen dort sehr, sehr gerne weiter. Hier schon mal ein Blick auf die ersten Informationen zu den Unterstützungsprogrammen, die Programme Zukunftsmut und Mikroförderung, die ich Ihnen gerade vorgestellt hatte. Da starten schon in der nächsten Woche die Unterstützungsseminare, also schon vor dem Start der Antragsmöglichkeiten und dann begleitend während der ganzen Antragsphase immer weitere Seminare, die inhaltsgleich stattfinden, sodass Sie sich den für Sie passenden Termin raussuchen können. Dann darf ich Ihnen soweit danken.